Ja, hallo, noch einmal die Einladung an alle, die ein anderes Konzept haben als wir Einladung zur Talksendung bei uns. Wer kann also jedes andere Konzept sachlich dargestellt werden? Also einfach anrufen bei Internetseite nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort. Und geschrieben, Kurzversion nexts4f.de, die Zahl 4 dabei als Zahl. Ja. So, dann ja, sozusagen, ich wollte ja eigentlich sozusagen heute mal so eine Art Sektenanalyse machen, weil man kann eigentlich nicht mehr von politischen Richtungen in Deutschland sprechen, sondern eigentlich nur noch von Sekten. Ja, denn alle verhalten sich und was passiert bei GMX? Genau 10 Sekunden später erscheint dort ein Artikel eines Professors oder so über Verschwörungsmythen und Verschwörungsmystiker. Er bevorzugt also dieses Wort bevor Theoretiker. Theoretiker würde noch zu sachlich klingen. Es handelt sich um Mythen und um Mystiker, und ich kann dem leider nur zustimmen. Und fangen wir mal an, über die Sekten zu reden. Also erst einmal, liebe Sektierer, ja, linksextremistische Sektierer, rechtsextremistische Sektierer, neoliberale Sektierer, Gemeinwohlökonomie-Sektierer, spielt alles keine Rolle. Sozusagen, ihr habt alle recht an einem einzigen Punkt. Die Welt tut euch tatsächlich Böses. Dieser Grundeindruck, den erwähnt dieser Professor in diesem GMX-Artikel, also, dass die Menschen einfach den Eindruck haben, dass die Welt ihnen tatsächlich Böses tut. Und das stimmt doch auch. Ja? Schauen wir uns die ganzen Kriegstoten an, also die Toten durch den Hitlerismus, die Toten durch den Maoismus, den Stalinismus, durch den Honeckerismus. Ja, natürlich tut die Welt uns allen ständig Böses, ja? Oder die ganzen Umweltvergiftungs- und die ganzen Getöteten durch Umweltzerstörung und Umweltvergiftung und die ganzen krankmachenden Lebensmittel und die ganze krankmachende Medizin. Industrie und die ganzen Übertreibungen, die Schweinegrippe-Übertreibung, Gefährlichkeitsüberschätzung und dann jetzt die Corona-Gefährlichkeitsüberschätzung, demnächst die Fledermaus-Grippe-Überschätzung und dann die Flughunde-Gefährlichkeitsüberschätzungsgrippe. Ja, also überall tut uns die Welt Böses. Aber jetzt macht ihr, liebe Verschwörungsmystiker, mit euren Verschwörungsmythen einen riesigen Fehler. Ihr versucht einfach, ein ganz einfaches Gut und Böse herzustellen. Gut, da gehe ich dann jetzt doch mal mit euch. Ja? Wenn ihr unbedingt ganz klar ein Feindbild haben wollt, Gut und Böse, dann macht euch nur ein einziges Feindbild. Es ist die weltweite Marktwirtschaft, kapitalistische Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, das Chefideologen des Neoliberalismus oder kapitalistische Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, alles nur, im Prinzip handelt es sich um alles, um im Wesenskern das Gleiche, Markt und Marktwirtschaft. Und böse ist nur die Marktwirtschaft, nicht die einzelnen Personen oder Menschen, sondern das muss euer Feindbild werden. Wenn ihr schon unbedingt, wenn ihr gar nicht anders könnt, dass ihr also ein Feindbild braucht, dann bitte schön doch das Richtige, nur ein realistisches, ja? Und dieses Feindbild heißt Marktwirtschaft, das System Marktwirtschaft. Ja, nur ein Beispiel, Kriegstreiberei. Ja, zum Beispiel dieser Frühhändler erzählt eine wahre Geschichte. Eine Kommune hat die andere nachts besucht und das war ein
rauschendes Fest der Liebe. Ja, das erzeugt keine besonderen Verkaufszahlen bei den Steinäxten, ja. Während dieser Frühhändler sich irrt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion und er erzählt die Geschichte, er hat Sprachprobleme, er hat die Fremdsprache nicht verstanden und erzählt die Geschichte etwas anders. Oh, eine Kommune hat die andere abends heimgesucht und es war ein Blutrausch. Ja? Und was passiert jetzt? Bei dem hier passiert nichts im Kaufverhalten. Bei dem hier passiert im Kaufverhalten, dass er unheimlich belohnt wird. Plötzlich reißen ihm die Leute die Steinäxte aus der Hand und kaufen sie ihm ab, weil sie darüber nachdenken, wie sie sich schützen können vor einem Angriff einer Nachbarkommune. Und sie fangen erstmals an, darüber nachzudenken, ob sie nicht selbst die Nachbarkommunen töten sollten, damit sie nicht mehr überfallen werden können. Erste Präventionskrieg. Und so kommt dann irgendwann durch solche Geschichten. Und die Ursache dafür ist die Marktwirtschaft. Denn diese Geschichte würde sich nie, diese falsche Geschichte hätte sich nie ausgebreitet, wenn nicht in der Marktwirtschaft dieser jetzt der erfolgreichste Händler werden würde, weil er am meisten Steinäxte verkaufte. Natürlich erzählt er und seine Werbeabteilung und sein Märchenerzähler, den er mitnimmt, immer wieder die gleiche Geschichte in jeder Kommune. Damit und die kaufen ihm alle die Steinäxte ab, ja, und da so breitet sich der Waffenhandel, wird so zu einer, so er kann zum Beispiel hier 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel und eine riesengroße Familie an Waffenhändlern resultiert daraus. Und was ist die Ursache? Doch nicht, dass dieser Mensch bös gewesen ist. Der hat doch nur einen Übersetzungsfehler begangen. Der hat sich doch nur geirrt. Der war doch nicht böse, liebe Verschwörungsmystiker und Mythologen und Verschwörungsmythenbetreiber und Verschwörungstheoretiker. Wobei, wie gesagt, dieser Professor sagt ja, dass es besser sei, wenn wir von Verschwörungsmythen sprechen würden. Nein, die Marktwirtschaft als Maschine, als Technik, als erfundenes System, die ist das, was zur Kriegstreiberei führt und was euch allen schadet. Ja? Also bitte, wenn überhaupt ihr überhaupt noch Feindbild braucht, weil ihr einfach die Welt unbedingt laut dieses Professors aufteilen wollt in Gut und Böse, dann macht Marktwirtschaft schlecht. Von mir aus sagt ihr noch Stalinismus und Hitlerismus und also Pseudokommunismus, Pseudosozialismus, Pseudoplanwirtschaft und Honeckerismus, Maoismus, Stalinismus, ganz schlecht, ja, also denn das waren ja wohl die allerschlechtesten Systeme, die es gab. Und das zweitschlechteste System ist eben die weltweite Marktwirtschaft sozusagen. Und deswegen brauchen wir eine Lösung. Und die Next Scientists for Future.de schlagen ja zum Beispiel die Einführung einer neuen Wahlstimme vor, der Wohlfühlstimme, wo ihr, die ihr unter der Marktwirtschaft leidet, sagen könnt, wie es euch geht. Und dann werden alle Verdienste abhängig gemacht von eurem Wohlbefinden. Also derjenige, der früher Kriegstreiberei betrieben hat, der muss sich ändern, der muss dann Friedensförderung betreiben, weil nur noch dafür gibt es Verdienstzuschläge. Es gibt für Waffenverkäufe keine einzelnen Verdienstzuschläge mehr, also wird er zum Produzenten von Frieden in der Welt werden müssen. Ja? Und das sozusagen die Wohlfühlstimme lenkt, die gesamte, also beendet die Marktwirtschaft, beendet den Kapitalismus und als neues System erwächst dann mit 20 weiteren Reformen zusammen ein menschenfreundliches, menschendienliches System, in dem auch diejenigen, die so als altes Feindbild immer herhalten mussten hier, unsere geliebten Milliardärskönige, im Moment wird ja wegen Corona sozusagen Bill Gates als Feindbild aufgebaut, ja. Diese geliebten Milliardärskönige sozusagen werden dieses System wollen, weil nämlich
es allen Menschen gleichermaßen 20 Mal mehr Lebensqualität bietet, x Mal mehr Gesundheit und eine Lebenserwartung von maximal 127 Jahren in kerngesundem, topfittem Zustand. Das ist das, was die Wohlfühlstimme uns allen bietet. Ja? Und zwar allen, auch den Milliardärskönigen. Also werden die mitziehen und werden dieses neue System wollen. Wenn ihr sie aber als Verschwörungsmystiker sozusagen und Mythenbetreiber weiterhin zum Feind erklärt, dann werden die mit euch ja niemals reden. Warum sollen sie mit Feinden reden, die sie nur beleidigen und beschimpfen? Ja? Sagen wir mal ganz knallhart, Bill Gates meint es gut, er irrt sich nur. Ja, seine Impfstrategie ist einfach nur ein Irrtum und auch er überschätzt einfach Viren, weil die Masse der Mediziner die Gefahr von Viren überschätzt. Und Bill Gates hat nichts anderes gemacht, als denen zu glauben. Und mehr hat er nicht getan. Und das ist kein böses Handeln, sondern dahinter steckt das böse System Marktwirtschaft. Also bleiben wir bitteschön bei dem Begriff, das Böse ist die Marktwirtschaft, wenn ihr unbedingt das Böse braucht. Ich bin ja bereit, da mit euch zu gehen. Ja? Also liebe Verschwörungsmystiker und Theoretiker und was auch immer dann. Ja? Ja, die Caroline Matti hat auch wieder einen interessanten Verschwörungsmythos angedeutet in ihrer Live-Sendung. Habe ich gerade noch so mitgekriegt gestern. Ja, die Regierung will ja, auch wieder böse Menschen, ne? Das ist Unterstellung, ja, will ja die Schuld für die frühere schlechte Wirtschaftspolitik vertuschen mit der Corona-Geschichte, ja. Ja, das klingt natürlich logisch, weil es ist natürlich so, wenn ein Politiker sozusagen, wenn die Politiker wirklich der Meinung wären, dass sie eigentlich die Wirtschaft in den Abgrund geführt haben und das wirklich erkannt hätten, dann könnten sie natürlich rein theoretisch sagen wollen, jetzt machen wir aus dem Coronavirus einfach mal eine große Geschichte. Und dann können wir sagen, dass die Wirtschaft wegen Corona kaputt gegangen ist und nicht wegen unserer schlechten Wirtschaftspolitik. Aber ist das so? Erstens glaube ich nicht, dass die Politiker überhaupt erkannt haben, dass sie eine schlechte Wirtschaftspolitik betrieben hätten. Also hätten sie auch gar keine Tendenz zur Vertuschung gehabt haben. Ja? Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die Crash-Propheten, also die Verschwörungsmystiker aus der Liga der Crash-Propheten, sich vielleicht wirklich nur irren. Vielleicht kommen die Crashs gar nicht und sie wollen nur ihr Gold oder was auch immer verkaufen, ihre Alternativen verkaufen oder auch nur ihre Bücher verkaufen. Also liebe Caroline Matti, also damit übertrittst du eigentlich auch schon wieder den Weg zum Verschwörungsmystiker oder Mythenbetreiber, ja, und darüber mal nachdenken. Also wie gesagt, das Einzige, was ohne Verschwörungsmythos auskommt, sind die Next Scientists for Future.de und die sagen, okay, wenn ihr unbedingt ein Feindbild braucht, dann bitte die Marktwirtschaft als den einzigen Feind, gegen den wir arbeiten müssen, ja. Ja, so viel zu diesem Aspekt. Dann Schweden noch mal ganz kurz zwischendurch, weil man muss ja hier immer wieder wiederholen, weil die Leute ja nicht leider, übrigens noch mal der Hinweis, wenn ihr ein bisschen was von dem hier, was ich sage, irgendwas davon versteht, dann müsst ihr alle Sendungen schauen, alle fast 500 Sendungen, alle 4 Homepages von vorne bis hinten lesen, weil ich kann nicht alles wiederholen. Das ist so, die Welt zu retten und euer Leben viel glücklicher, viel gesünder und viel länger zu machen, bis zu einem Maximum von 127 Jahren, das geht, kann ich nicht in jeder Sendung erklären. Das muss jedem einfach klar sein. Ja?
Aber ich wiederhole eine Sache nochmal. Schweden. Schluck Wasser. Weil das erst in einer Sendung gebracht wurde. So. Winter 17, 18 in Deutschland. 25.000 sogenannte Grippetote. Wir wollen gar nicht untersuchen. Das ist vom Robert-Koch-Institut ungefähr. 25.000 Grippetote innerhalb von 3-4 Monaten, so wie jetzt in diesem letzten Winter die gleiche Zeit. Jetzt hat Schweden nur ein Achtel der Einwohner. Also müssten beim starken Grippewinter würden wir in Schweden also dann, wenn es mit Deutschland vergleichbar war, wäre 3.125 Grippetote haben. Und wir sind uns einig, 17, 18 hat niemand auch nur mindestens überhaupt darüber gesprochen, dass der Grippevirus diesmal ein Killervirus sei. Ja, also und es wurde weder eine Panik gemacht noch ein Shutdown, gar nichts. Und jetzt haben die Schweden meines Wissens noch nicht mal 3.000 Tote in dem jetzigen Grippewinter sozusagen. Und damit haben doch die Schweden alles richtig gemacht. Keine Maßnahmen oder nur ganz geringe Maßnahmen, haben sogar weniger Tote, als wenn sie 17, 18 auch den gleichen Grippewinter gehabt hätten wie wir. Also insgesamt stehen sie also sehr gut da, auch wenn sie jetzt dann mal irgendwie 3.500 Tote hätten, würden sie immer noch sehr gut dastehen, weil sie einfach nicht, wenigstens nicht selber ihre Wirtschaft ruiniert haben. Nur dafür, dass die Weltwirtschaft stillsteht und das natürlich auch die schwedische Wirtschaft ruiniert. Dafür können sie ja nichts. Sie konnten ja nur selber sich richtig verhalten. Und die Schweden haben es richtig gemacht. Sie haben gesagt, okay, kein Killervirus im Anflug, wir machen fast gar nichts. Und sie haben fast gar nichts gemacht. Das Virus hat sich mit riesiger Geschwindigkeit ausgebreitet. Und wie in jedem starken Grippewinter haben sie eben auch ungefähr 3.000 Grippewintertote. Diesmal heißen die halt Coronavirus-Tote. Ne? Ja, und damit haben die Schweden nachweislich alles richtig gemacht. Hätten vielleicht sogar gar keine Maßnahmen machen sollen. Dann hätten sie wahrscheinlich auch die gleiche Zahl wieder gehabt. Ja? Denn es ist ihnen ja offensichtlich nicht gelungen, die Risikogruppen besonders zu schützen. Und außerdem, wenn sie die Risikogruppen, also die Menschen, die sich eigentlich schon in einem oft qualvollen, leidvollen Sterbeprozess befinden, die vielleicht sich danach sehnen, dass man sie endlich in Ruhe sterben lässt, ja, die werden durch Maßnahmen, Schutzmaßnahmen natürlich dann noch einige Monate weiter gequält, weil sie ja noch Geld bringen im kapitalistischen, im marktwirtschaftlichen Gesundheitssystem. Ja? Und ob das jetzt eine mildtätige Tat war, jetzt besonders zu versuchen, die besonderen Risikogruppen besonders schützen zu wollen oder ob das nicht nur einen zwar für die marktwirtschaftliche Medizinindustrie gewinnbringenden, aber für die Menschen leidbringenden Qualprozess bedeutet hat, das müsste man mal genauer untersuchen. Ne? Also ich würde sagen, wenn Schweden gar nichts gemacht hätte, wäre es vielleicht insgesamt noch besser gefahren. Ne? Ja, so viel nur noch mal zur Wiederholung. Ja, und jetzt gehen wir wieder zu unserem heutigen Tagesbild zurück. Ja, Schluck Wasser. Ja, also wer also nicht versteht, dass die Marktwirtschaft uns alle immunschwach macht, für den erscheinen Mikroben als die alles entscheidende Gesundheitsbedrohung. Ja, und da Bill Gates zum Beispiel natürlich nicht verstehen kann, als geliebter Milliardärskönig,
dass unser Ernährungssystem uns alle vergiftet. Denn warum kauft er, warum hat er in seiner Stiftung, was weiß ich, ich glaube Coca-Cola-Aktien und auch Warren Buffett hat ja Coca-Cola-Aktien. Wenn er verstehen würde, welche riesige Immunschwächung durch Coca-Cola entsteht, dann würde er sagen, nein, die größte Bedrohung für die Gesundheit sind nicht die Mikroben und wir brauchen deswegen nicht ganz neue Impffabriken und so weiter, sondern er würde sagen, wir müssen endlich das marktwirtschaftliche Ernährungs- und Gesundheitssystem mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege der Next Scientists for Future.de bewirken. Aber das Entscheidende, warum Bill Gates das nicht erfährt, seid ihr, liebe Verschwörungsmystiker. Ihr blockiert sozusagen mit eurer Menschenfeindlichkeit, mit eurem Hass auf vermeintliche böse Menschen und eurem fehlenden Hass auf das System Marktwirtschaft, blockiert ihr ja die positive Entwicklung. Sonst könnte ja Bill Gates über euch schon längst erfahren haben, dass es ein besseres System für sein Glück und seine Gesundheit und seine Langlebigkeit gibt. Ne? Schließlich hat er auch nur dieses eine Leben und er will doch auch so lange wie möglich und so gesund wie möglich und so glücklich wie möglich leben. Ja? Und ja. Dann der Sender, Internetsender Kompakt TV, Kompakt mit C, Kompakt TV und dann aber auch der Sender, Internetsender und Fernsehsender QS24.tv, der hat dann zum Beispiel Rüdiger Dahlke wieder interviewt. Aber Kompakt TV hatte, glaube ich, einen anderen Arzt zu Gast. Und alle sagen sie natürlich, also letztendlich, am Ende soll es darum gehen, eine Impfkampagne zu haben, sagen sie beide wohl gleichermaßen. Aber das ist wieder verschwörungsmystisch und theoretisch, ja? Das ist ein Verschwörungsmythos, liebe Leute. Ja, es reicht doch völlig aus, dass die Leute sich irren und sagen, wir kommen mit dem Virus nicht zurecht, weil der ungeheuer stark ist, ohne eine Impfung. Sonst würden wir zu hohe Sterbezahlen haben. Ja, das reicht doch, dass die das glauben und sich irren. Warum müsst ihr sagen, ja, die wollen eine Impfkampagne haben und wollen die zweite Welle haben, damit sie die Impfkampagne rechtfertigen wollen. Immer dieses Unterstellen, dass andere Menschen böse seien und man selber sei der Gute. Das stimmt nicht. Das ist Verschwörungsmythos. Das ist ein Verschwörungsmyth. Sind Verschwörungsmythen, ja? Dann ein anderer Verschwörungsmystiker, Professor Rainer Mausfeld, war vielfach wieder zu sehen im Internetfernsehen. Ja? Ja, sein Satz so ungefähr, an die Zentren der Macht gehen. Ja, also die bösen Zentren der Macht will er. Also er ist quasi ein, lieber Verfassungsschutz, Sie müssen solche Leute beobachten, denn er ist ja nur einen Millimeter von einer strafrechtlich relevanten Aufforderung entfernt, mit Gewalt die Zentren der Macht anzugehen. Ja? Er sagt ja nur etwas weniger, an die Zentren der Macht gehen. Und wird natürlich immer behaupten, dass das natürlich friedlich gemeint ist. Aber sobald er das sagen würde mit Gewalt, wäre er ein Verfassungsfeind und er würde sich strafbar machen mit einer Gewalt, mit einer Aufforderung, Milliardärskönige zu töten. Ja? Also so, das sind alles keine Spielereien, das sind gemeingefährliche Denker, ja, mit ihren Verschwörungsmythen. Ja? Lieber Professor Mausfeld, kommen Sie endlich zur Erkenntnis, die Marktwirtschaft ist böse und sie ist das einzige Böse auf der Welt. Denn um es noch einmal kurz zu zeigen hier, dieser Händler, dieser Waffenhändler der erste, und der steht ja stellvertretend für jeden anderen Teil des marktwirtschaftlichen Systems, der glaubt doch seine Irrtümer. Der belügt doch die Leute nicht absichtlich. Ja?
der meint es doch gar nicht böse, ja? Sondern der glaubt diese Geschichte selber und glaubt deswegen, dass Menschen halt nun mal genetisch gesehen angriffslustig sind und dafür braucht es halt eine starke Rüstungsindustrie. Und dieser Irrtum ist die Grundlage seines Geschäftes, ja? Und jetzt ihn als Bösen umbringen zu wollen oder sonst etwas, ja? Das ist Verschwörungsmystizismus und das ist, sind Verschwörungsmythen und so weiter. Schluck Wasser. Falls ich heute zu gemütlich langsam spreche, einfach das Tempo erhöhen. So, der einfache Bürger. Ja, Professor Mausfeld, als Antwort an Sie. Der einfache Bürger sieht einfach nur Stalinismus, Honeckerismus, Maoismus waren noch schlechter als Kapitalismus. Also haben wir gar kein Interesse an einem Aufstand. Ja? Und so ist es, lieber Herr Professor Mausfeld. Die Leute sind Realisten und sagen, ja, ist ja schön und gut, irgendwelche Ideologien. Wir sehen einfach nur, im Honeckerismus hatten wir noch weniger zu essen als in der Marktwirtschaft, also machen wir keinen Aufstand gegen die Marktwirtschaft. Wir müssten ja erstmal verstehen, dass es ein besseres System wie das mit der Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future, dass es also eine bessere postmarktwirtschaftliche, postkapitalistische Gesellschaft gibt. Und das fällt natürlich einfachen Menschen sehr schwierig, so etwas zu verstehen, dass wenn sich da sogar schon Wissenschaftler noch mit schwer tun, ja. Ja, und dann geht's hier wieder weiter. Ja, also das habe ich ja schon genannt, dass Mausfeld ja eigentlich dass da drin ein versteckter verfassungsfeindlicher Revolutionsaufruf drinsteckt. Also lieber Verfassungsschutz, beobachten Sie Mausfeld, wann er vielleicht das erste Mal dazu übergeht, wirklich zu Straftaten aufzufordern. Ne? Also. Dann Nachdenkseiten NDS, auch wieder eine Sendung mit Mausfeld, ja. Und natürlich haben Sie recht, dass der Neoliberalismus eines Ideologen wie Dr. Markus Krall, der ja auch letztendlich nur ein Ideologe ist, der an das glaubt, was er sagt, ja, und auch keine Schuld hat, ja. Natürlich ist dieser Neoliberalismus grottenschlecht. Das habe ich ja eben gezeigt. Dass Neoliberalismus produziert aktiv Kriege und aktiv Krankheit und aktiv Fehlernährung und aktiv Leid, 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 Leid ohne Ende. Aber Dr. Krall kann das nicht denken. Er lebt in seiner Sekte, alle leben in ihren einzelnen Sekten, ja. Und kommen da nicht raus, ja, die glauben wirklich alle an ihre Wahnsinnssekten, ja. Auch wieder ein Sektenmitglied, der berühmte Sender Olli im Internet, der zitiert Tichys Einblick, auch wieder ein Verschwörungsmythensender. Da hätte einer, ja sensationell, ein Mitarbeiter des Bundesministeriums des Inneren, da gibt es ein Dokument, dass das Ganze mit Corona ein Fehlalarm sei. Natürlich ist das ein Fehlalarm, aber die Tatsache, man hat den ja auch dann beurlaubt, also das ist also ja keine Geschichte, dass es einen Mitarbeiter von Hunderten oder Tausenden innerhalb des Bundesministeriums des Inneren gibt, der auch mal sozusagen erkennt, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt. Das bedeutet ja nicht, dass irgendeiner der anderen 1000 Mitarbeiter das auch glaubt. Ne? Also solche Meldungen sollte man nicht bringen. Das sind Unsinnsmeldungen. Ne? Ja, die Hermann und Pop, die Sendung auf dem Sender Wissensmanufaktur, haben auch nochmal aufgegriffen, dass ein ARD-Chefredakteur, so nennt ihn die Frau Hermann,
die ehemalige Tagesschau-Sprecherin, dieser Chefredakteur hätte eine Hate Speech gemacht. Haben wir ja auch schon kritisiert, dass er also beleidigt hat. Ja? Beleidigung allerdings natürlich, wo er recht hat, ist, es handelt sich um Verschwörungstheoretiker und Verschwörungsmystiker. Und ich glaube auch, dass Bodo Schiffmann mit seiner Partei Widerstand 2020 wahrscheinlich schon völlig verloren ist, denn er hat das versäumt, sich mit den Next Scientists for Future.de für die Journalisten klar erkennbar zwischen SPD und Grüne einzuordnen, ja, weil die bestehen auf so einer Einordnung. Die Next Scientists for Future.de wollen sich natürlich eigentlich nicht in dieses Schema einordnen lassen, aber man muss heutzutage sich einordnen lassen, weil einfache Journalisten nun mal so einfach denken. Und dann muss man halt sagen, okay, die Next Scientists for Future.de stehen zwischen SPD und Grünen, ja, und vielleicht stehen sie sogar zwischen CDU und SPD und Grünen, aber das war ja dem Bodo Schiffmann mit seiner Partei Widerstand 2020 Widerstand, muss ich gerade mal kurz aufschreiben hier, dass das in den Titel reinkommt. Widerstand 2020, ja, die haben sich ja den Weg selbst verbaut. Sie greifen CDU und SPD-Regierung an, also können sie sich nicht mehr dazwischen platzieren. Ja, weil warum sollen sie, wie können sie sich dazwischen platzieren, wenn sie die angreifen, ne? Und schwer kritisieren und dann auch noch Schuldvorwürfe machen und die teilweise als böse beschimpfen, indirekt oder direkt. Also im Sinne eines verschwörungsmythischen Herangehens, dann wird es schwer, sich danach noch zwischen SPD und Grüne zu platzieren. Ne? Aber das hätten sie durch Talks mit den Next Scientists for Future.de erreichen können, dass man sie dann dort platziert. Aber jetzt, ich glaube, mittlerweile ist es so rund gegangen, dass wurde irgendwie Widerstand 2020 mit Bodo Schiffmann in den Schmutz gezogen und diffamiert und beleidigt. Das ist dann vorbei, ja. Also das heißt, da wird es jetzt so ein Einladeverbot geben in die großen Medien und so weiter. Und ja, und dann kannst du nur wagen zu erwägen, solch einen Verschwörungstheoretiker wie den Bodo Schiffmann mit seiner Verschwörungstheoretikerpartei in das saubere öffentlich-rechtliche Fernsehen einzuladen. Also so wird man dort dann denken, ja. Und ich kann es auch nicht ganz, offensichtlich wollte sich Bodo Schiffmann oder seine Partei auch nicht dagegen wehren, in die rechte Ecke abgeschoben zu werden und in die Verschwörungsmythen abgeschoben zu werden. Ne? Ja, und dann Fridays for Future. Ja, da sage ich ja immer leider, liebe Fridays for Future, arbeitet endlich mit den Next Scientists for Future.de zusammen. Das ist eure einzige Chance. Schluck Wasser. Kohlestopp 26, 900 Milliarden Euro, 7 Jahre Plan fürs Klima. Das wäre das, was ihr bei einem Deal bekommen könntet. Ja, und aber die Fridays for Future verhalten sich mittlerweile auch, wie jede andere Linkssekte auch, ja. Die gehen so mit dem großen Feudel rum und gucken, was sie alles so aufwischen können an Linksradikalen und Linkskriminellen teilweise und so weiter. Und geht dann Fridays for Future Österreich, Austria jetzt auch mit dem großen Feudel rum, hat den Christian Felber eingeladen in einer Sendung, ja. Und der will also eine falsche Form der Gemeinwohlökonomie mit sogenannten, man könnte sagen, mit Willkürpunkten, ja, wo es dann riesige Streitigkeiten darüber gibt, dass die eine Firma da zu wenig Punkte bekommen hat, die andere zu viel und so weiter. Da würde es in der Wirtschaft einen unendlichen Streit geben, weil alles sich um Willkürpunkte handelt, um Willkürentscheidungen von irgendwelchen vermeintlich neutralen Entscheidern, ja. Dagegen ist doch die Wohlfühlstimme, die ganz klar, wo jeder Bürger, die auch das Verkaufen einer Wohlfühlstimme und das Einkaufen versucht, den Einkauf
einer Wohlstimme zu tätigen, würde für beide Beteiligten sozusagen 15 Jahre Gefängnis bedeuten. Also das heißt, es wäre juristisch ganz klar geschützt. Jeder gibt die Wohlfühlstimme ab, die für ihn realistisch ist. Ja? Und er verkauft sie weder, noch lässt er sich abkaufen. Und jeder kriegt 15 Jahre Gefängnis, wenn er da an der Wohlfühlstimme irgendwas zu drehen versuchte. Auch im Statistischen Bundesamt und Wiesbaden kriegt jeder 15 Jahre Gefängnis. Denn wer die Wohlfühlstimmen verfälscht, bringt unmittelbar andere Menschen um. Das ist dann eine mittelbare Ermordung sozusagen. Und die muss dann mit 15 Jahren Gefängnis bestraft werden, mit lebenslänglich. Ja? Aber dann ist doch auch für mich so, ich würde nie meine Wohlfühlstimme verkaufen, weil ich wüsste, ich verkaufe doch da mein Leben, ja? Ich verkaufe doch mein Leben. Ich will doch, dass mein Lebensmittelhändler und mein Hausarzt die Rückmeldung kriegen, die daraus besteht, dass sie Verdienstzuschläge für mich nur dann kriegen, wenn sie alles tun, meine Gesundheit bestmöglich zu fördern, ja? Und eben dafür sorgen, dass es kein Glyphosat mehr in der Nahrung gibt, keine Pestizide, Fungizide, keine Geschmacksverstärker, kein gar nichts mehr. Dass das ganze Zeug aus ihren Läden rausfliegt und so weiter. Ja? Und ja, nochmal kurz das Gespräch, dann haben diese Fridays for Future noch so andere so Sektierer aus der Degrowth-Bewegung. Natürlich brauchen wir einen Degrowth, ja, natürlich. Aber doch durch die Wohlfühlstimme ausgelöst, dass wir die Konsumsucht verlieren, dass wenn wir den von der jetzigen Wirtschaft den Konsumsuchtanteil abziehen würden und den die Konsumsucht wegmachen, das können nur die Next Scientists for Future.de, dann haben wir einen riesigen Degrowth. Aber nicht durch falsche Maßnahmen, sondern durch die richtigen Maßnahmen. Nämlich die Konsumsucht fällt dann weg. Und dann schenken, ja natürlich, Schenkerbewegung, ja natürlich, vielleicht sollten wir auch mal einen Talk machen mit der Schenkerbewegung und so weiter, ja, lieber Hinweis an die Sender, bitte sich darum mal zu kümmern. Natürlich brauchen wir am Ende wieder eine Schenkgesellschaft, in der die Milliardärskönige wieder alles an die geliebten Mitglieder ihrer Kommunen verschenken, aber das dürfen wir doch nur auf einem freiwilligen Weg sozusagen wiederherstellen, indem wir eben über die Wohlfühlstimme eine echt urmatriarchale, urkommunistisch, ursozialistische, urplanwirtschaftliche oder idealplanwirtschaftliche Lebensform herstellen, indem dann die Milliardärskönige wieder Spaß daran haben, alles, was sie haben, an die Frauen und Kinder ihrer geliebten Kommune zu verschenken, sozusagen. Dass wir dann am Ende auch vielleicht sogar das Geld freiwillig abschaffen wollen und vielleicht die Staaten freiwillig abschaffen, wenn es keinen kapitalistischen, kriegslüsternden, angriffslustigen Staat mehr auf der Erde gibt, dann können wir alle die Staatlichkeiten auflösen und können alle wieder in Einzelkommunen leben. Ja? Aber wir müssen erst die Krankheit Marktwirtschaft überwinden. Ne? Oder dann wurde auch einer mit Containern gezeigt, der dann wahrscheinlich in illegaler Weise Dinge stiehlt aus den Müllcontainern, der sozusagen, ja, das sind doch alles keine Wege, das sind doch alles humoristische Einlagen. Ja? Also liebe Fridays for Future, liebe Greta, liebe Luisa, macht endlich was Vernünftiges. Im Moment kann man euch nur in die linksradikalen Sekten einordnen. Also wir haben überall nur Sekten, Verschwörungsmythen, überall Feindbilder, also Verschwörungsmythen, wo es dann eben die einen sagen, ach, diese Bösen, ja, also alle beleidigen sie irgendwie am Ende immer unsere geliebten Milliardärskönige, die nützlichsten Menschen der Evolutionsgeschichte, die werden beleidigt, ihr bösen, reichen Juden, Hitlerismus, und dann jetzt bringen wir euch alle um und reißen euch die Goldzähne raus und bereichern uns an eurem, ja, also Hitlerismus war Raubmord, ne, das waren Raubmörder, sonst nix, ja, aber Hitler selbst
war auch kein böser Mensch. Er hat ja seinen Wahnsinn geglaubt. Er hat ja geglaubt, er würde der Menschheit einen Gefallen tun mit seinem Massenmord und seinen Krieg und so weiter. Ja? Also jeder Mensch hat Selbstrechtfertigung, Selbstrationalisierung, sodass man sagen kann, es gibt den bösen Menschen gar nicht, sondern er glaubt an Irrtümer, die ihn zum Massenmörder machen. Und Hitler hat Irrtümer geglaubt, die ihn definitiv einfach zum Abschlechter von Menschen gemacht haben. Ja, also Irrtümer sind gefährlich. Marktwirtschaft ist gefährlich und Irrtümer sind gefährlich. Aber Irrtümer werden in der Marktwirtschaft systematisch produziert, ist also die Marktwirtschaft, ist der Multiplikator von Irrtümern, also muss die Marktwirtschaft beendet werden. Also bitteschön, einziges Feindbild überhaupt, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus. Sonst bitte null Feindbilder. Null Feindbilder bitte. Ja, alle Menschen lieben. Nicht im Sinne eines ESO und Spiro und Psycho sozusagen Sektierertums und Quatsches, ja, sondern im naturwissenschaftlichen Sinne alle Menschen meinen es gut, nur der eine irrt sich mehr, der andere irrt sich weniger und so weiter. Und in diesem Geiste müssen wir den Wandel machen. Ja, ich hoffe, dass irgendwann unsere Botschaft über drei Umwege mal einen Milliardärskönig erreicht und wir dann mit ihm gemeinsam den Kapitalismus und die Marktwirtschaft beenden. Denn leider, es sieht ja so aus, dass die Masse der Menschen sozusagen gar nicht intellektuell in der Lage ist, überhaupt so eine komplizierte Sache zu verstehen, dass die Marktwirtschaft selbst schädlich ist. Das packen die meisten ja gar nicht. Ne? So, und wenn sie es packen, dann hetzen sie immer, die Marktwirtschaft ist ja nur deswegen böse, weil die Reichen böse sind. Ne? Dann ist immer gleich wieder in der nächsten verschwörungsmythologischen Sekte, ja, gelandet. Ja, das war's für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau. Bis später.